Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5. Tja, was ist zu tun? Die Vorbereitungen für den großen Überfall sind zu tun und da begeben wir uns direkt mal dran. Das letzte Mal haben wir unseren Sohnemann befreit, weil er irgendwelche komischen, zwielichtigen Typen, beziehungsweise einen Fernsehstar, den er getrollt hat, oder generell einen Star, wir wissen ja nicht, ob er ein Fernsehstar ist, hat ihn ausfindig gemacht und ihn entführt und wir mussten als trollliebender Vater natürlich einschreiten, um ihm zu helfen. Und dieses Fahrzeug gehört Mike und Ike. Sie sind nicht als Flugzeug. Nein, wir sammeln noch nicht die Flugzeuge. Wir sammeln erst das rechtliche Zeug. Arschloch. Entschuldigung, wieder ausdrucksweise, aber. Hört man. So, wie fahren die denn hier? Mein Gott. Guck mal hier, das silberne Pferdchen. Ach, hallo. Ja, was machen wir denn jetzt? Genau, wir machen erstmal die Vorbereitung. Das heißt, den Zug müssen wir klauen und ein anderes Ding. Einen Bohrer müssen wir auch klauen, denn wir haben die brachiale Methode gewählt. Zum einen, weil die Crewmitglieder billiger sind und zum anderen, weil ich es mal ausprobieren wollte. Das klang für mich irgendwie cooler oder beziehungsweise interessanter als der normale Weg. Ich habe vorher ein Safe gemacht, das heißt rein theoretisch, naja, mal schauen. Mal schauen, erstmal fahren wir dahin und machen den ersten Auftrag. Die erste Vorbereitung. Ja, mal schönes Auto, guck mal, wie kaputt es jetzt ist. Der gute Audi. Und hier sieht man ja wirklich, dass es ein Audi ist, oder? Ich meine, die Kreise da oben drauf, die verraten es doch schon mal ganz gut. Würde ich sagen, oh, den haben wir jetzt immer noch einigermaßen gut ausgewichen, bevor der uns irgendwie rammt oder sowas. Das wäre nicht gut gewesen. Nein, nein. Absolut gar nicht gut. Ich glaube, das tut weh. Was ist denn das da hinten? Hä, was ist das? Ach so, das ist der Abschleppplatz. Jawohl. Ja, ich denke da immer direkt an GTA Online, weil da bedeutet das Symbol ja, dass da unser Auto steht. Und wir fahren ja gerade unser Auto. Hier haben wir das, den Luxus ja nicht, dass wir da so einen Peilsender einbauen können. Brauchen wir aber nicht, weil die Autos werden ja sowieso immer resettet hier. Und sind ja nicht einzigartige Spielerfahrzeuge. Obwohl, einzigartig ist das ja auch nicht. Wir kommen mal hier vorbei, mein Freund. Oh, die haben wir jetzt ein bisschen... Also, komm, LKW? Ich hab noch nicht... Nö. Versuch mal mit der... Will er mich jetzt rammen oder was? Hallo? Spiel nicht kein Rambo, du bist eh zu lang mit deinem LKW da hinten. Oh Mann, versuch es gar nicht erst. Wow. Ihr sollt natürlich aufpassen, wie wir jetzt hier vorgehen. So, ein Zug und ein Anhänger sollen wir klauen. Ist das hier? Oder ist hier der Bohrer? Klau den Bohrer. Hier ist der Bohrer. So, hier gehen wir schon mal nicht lang, weil da ist ja gerade einer. Die AP-Pistole. Oh, verdammt. So war das nicht geplant. Ah, ist sie weg hier. So war das erstmal nicht gedacht. Wir fahren einfach mal hier rein. So, komm, zack. Und mal hier um die Ecke. So. So war das absolut überhaupt nicht geplant gewesen. So, Polizei, geht mal weg. Haut ab. Da kommt gleich einer reingefahren. Ich möchte natürlich versuchen, da irgendwie lautlos reinzukommen. Die ist nur für den Notfall gedacht, die Pistole. Die MP. Und daher sollte das mal ganz gut sein. Da kommen sie wieder. Die ausgestiegen? Wo sind die denn? Da sind sie weg. So. Schleichen wir uns mal. Ja, schleich dich mal, Michael. So, ein bisschen schneller, wenn es geht. Können wir irgendwo rauf aufs Dach oder sowas? Ich glaube, hier vorne kommen wir erstmal irgendwie ungesehen rein, oder? Wir können natürlich auch hier gegen springen. Ich glaube, hier über den alten Bus kommen wir vielleicht nach oben. Versuchen wir uns einfach mal. Hallo. So, hier sind wir schon mal auf dem Bus drauf. Ich glaube ja nicht, dass wir so aufs Dach kommen, oder? Ist das da vorne ein Maschendrahtzaun oder was? Maschendrahtzaun, was rede ich da wie ein Blödsinn? Ein Stacheldraht. Das heißt, hier kommen wir nicht auf die andere Seite. Guck mal, da unten ist ein Container. Da hinten ist auch ein Container. Ich glaube, das wäre ein Fluchtweg, oder? Ziemlich cooler da in der Ecke. Müssen wir uns mal merken.
Dann laufen wir nachher einfach da lang, aber so kommen wir erstmal nicht aufs Dach. Kommen wir hier übers Dach? Ja, da springen wir auch einfach nur gegen die Mauer. Michael, leg dich doch nicht hin. So, da hinten war ein Container. Ein kleiner Container. Vielleicht kommen wir bei dem Container da rauf. Ja, sieht doch auch mal so aus, als könnte man hier raufklettern, oder? Irgendwo. Nee, geht nicht, außer dass er halt so komisch hinfällt. Schade. Das sah so aus, als könnte man jetzt einfach so ohne Probleme darüber klettern. Klicken wir mal hier drüber. Kann ich hier rein? Nein, das ist nur eine aufgemalte Tür. Kennt man eigentlich ganz gut, dass diese Tür nur aufgemalt ist. Hier war der Container. So. Dann schleichen wir wieder ein bisschen. War das der hier? Ich meine, das war der Container. Da können wir sogar rein. Steht denn da oben? Alter Dings. Okay, dass wir hier rein können, bringt uns aber recht wenig. Da wir ihn so nicht drauf klettern können. Aber hier vielleicht. Ah, ja. Na, immerhin ein bisschen, nicht wahr? Aber da kommen wir auch nicht drauf. Das gibt's doch nicht. Kommen wir hier rauf? Dann können wir vielleicht drüber springen, oder? Man kann auch wieder runterspringen, ja. Auch das ist eine Möglichkeit, die man in Betracht nehmen könnte. Aber nicht die, die ich eigentlich in Betracht nehmen wollte. Ich wollte eigentlich... Okay, er kann, hält sich denn nicht fest, deswegen ist das nicht so toll. Dann könnte man mal hier drüber. Vielleicht kommen wir irgendwie anders rein. Zum Beispiel direkt hier, würde ich sagen. Von da oben können wir uns vielleicht mal gerade einen Überblick verschaffen. Ja, kletter mal hoch. Dankeschön. Es hat aufgehört zu regnen. Oder es ist dabei aufzuhören zu regnen. Hier kommen wir tatsächlich aufs Dach drauf. Wunderbar, da vorne steht ja auch schon der Bohrer. Schleichen wir uns mal gerade. So, schleich dich mal bitte gerade, Michael. You gotta leave now. Was? Sie hat uns gesehen. Da unten ist... Wer sieht mich denn hier? Wer sieht mich hier? Ich weiß nicht, wer mich sieht. Ich sehe doch. Wer sieht mich denn da? Wer sieht mich denn da? So, der ist schon mal weg. Lass dich mal hier runter, Michael. Geht das? So, da ist erstmal keiner. Da hätten stehen ein paar. Ein paar Stück. Können wir die erledigen? Verbesserte Schalldämpfer. Jawohl. Shit, die haben uns gesehen, oder? Scheiße, sie haben uns gesehen. Ja, jetzt nix mit dem Schalldämpfer für den LKW rauf. Wir müssen die Boa klauen. Oh oh. Na komm, Michael, gib Gas. Steig ein. Aha. Scheiße, da geht's gar nicht. Doch, da geht's durch. Komm, wir fahren einfach mal hier durch. Ja, komm, Michael, gib Gas. Wuhu, wir sind wieder raus. Okay, jetzt auf die Straße. Boom, wir fahren mal durch. Oh, shit, da kommt einer. Ah, das ist jetzt doof. Ich muss gerade sagen, das ist jetzt ein bisschen doof, weil die kann ich nicht mal ausweichen. Jetzt einfach mal hier über die Schienen fahren können. Ihr versucht mich mal irgendwie wegzurammen, ihr Arschgeigen. Da kommt der. Sorry, wie hinter ausdrucksweise gerade, aber versucht einfach mal den LKW umzuhauen. Aber es ist genauso schwer, ihnen jetzt zu entkommen, weil die sind einfach langsam. Langsam as hell. Einfach mal hier durch. So. Na, kommt ihr mir jetzt noch nach? Hahaha. Ha, ha. Was? Das sieht ja immer noch hinter mir her. Wie geht man das? Die Arschlöcher. Ah, sorry, schon wieder. Sorry. Versucht mir zu folgen, ihr Deppen. Versucht es doch einfach. Shit, das klappt nicht. Okay, wir bleiben einfach, machen einfach mal hier.
Na, klappt das hier so? Ja, wir machen das mal. Oh, ist jetzt ein bisschen kaputt gegangen, der LKW. Da fehlt so ein bisschen die Motorhaube. Wir könnten einfach mal da vorne verstecken, hinter dem Auto selber. Na komm, Punkt, geh weg. Geht weg, Fahndungslevel. Geh weg. Ich brauche dich nicht zu Fahndungslevel. Geh weg, geh weg. Bzzz, Basinga. Du, weg, weg. Uhu. Zauber, geh weg. Geh weg. Geh weg. Das dauert echt lange, bis der weg ist. Ich glaube, im vierten Teil war es ein bisschen kürzer. Lester, rufen wir an. Michael. Ja, so we got one of these cutter things. What do you want me to do with it? I paid off a guard at the parking lot around from the bank. He'll open the gates for you. Okay, if you trust him. So, okay, wir haben unseren Anhänger verloren. Das ist natürlich doof. Scheiße, ich glaube, das klappt nicht mehr, oder? Ah, doch. Ich wollte das Radio jetzt nicht wechseln. Ich warte mal gerade aus. Geh mal weg. Eigentlich wollte ich... Jetzt gib doch Gas nach hinten. Ah, super. Ah, verdammt mich doch, Alter. Verdammt. Geht doch. So, jetzt mal nix wie hin zum Parkplatz. Sorry, wegen der Verspätung. Wo kommt denn jetzt das andere Auto hierher? Hä? Ist das eben auch schon da? Ich glaube nicht, oder? Wie komme ich denn jetzt wieder auf die Straße? Ich glaube, wenn ich hier rechts fahre, oder? Ich hätte den anderen LKW da. Das wäre vielleicht einfacher, wenn wir einfach den LKW wechseln. So, du stehst mit deiner Karre wahnsinnig im... Haha, komm, wir nehmen die mit. Im Weg ist eine coole Karre. Tut mir leid, die jetzt so kaputt zu machen. Aber ich hoffe mal, sie kommt einfach wieder. Komm, geh mal weg da. Ja, lauf bloß nicht unter den Anhänger, weil dann bist du platt, mein Freund. Das sollte dir auch klar sein. Oh, ich komme gelenkt damit. Komm um die kommende. What the fuck, ja! What the fuck, du Arschloch. Was sagt man nicht? Genau wie Arschloch. Sorry. Heute ist wohl die Flugfolge, oder? Und das alles nicht beabsichtigt. So, dann bringen wir das Ding mal weg. Ja, aber cool, dass jetzt so eine Missionsmusik kommt. Also sind wir nicht völlig ohne Musik hier unterwegs. Echt cool. Ach, guck mal, der ist so richtig cooler Bohrer. Jetzt hier richtig groß und so weiter. Damit sollten wir wirklich ein Loch in das Golddepot reinhauen können. Dankeschön. Also so ein bisschen dann wie Stirb langsam 3. Da haben sie auch einen Bohrer benutzt, um das Golddepot der der Nationalen Bank zu klauen. Falls ihr euch erinnert, also die Bösewichter, wo sie das mit den Bomben einfach nur als Ablenkung gemacht haben. Gab es ja nicht wirklich Bomben. Ich hoffe, ich spoilere euch jetzt nicht seit dem Film. Weil das ist ja schon sehr essen. Da hatten wir eine kurze Unterbrechung. Sorry, aber schon geht es auch weiter. Ja, wir müssen immer noch diesen Bohrer hier wegbringen, oder? Jawohl. Wir sind auch fast schon da, oder? Aber ich schaue mich schon darauf, wie wir damit durch die Tunnel bohren. Das alles hier Platten machen, den Tunnel in die Bank einbrechen, das wird super, meine Freunde. So, hier fahren wir mal drum rum. Ach, das ist wieder der Kanal. Wir könnten natürlich jetzt mit dem LKW wieder runterfahren, hätten wir so ein bisschen Terminator, aber die Gefahr, dass wir unsere wertvolle Fracht verlieren und alles von vorne machen müssen, ist mir zu groß. Daher mache ich das einfach mal, dieses Mal, zumindest nicht. Ach, hier kann man auch noch runter. Ist denn da? Müssen wir eigentlich auch mal ausprobieren. Ich glaube, wenn wir mal zurückkommen, probiere ich das mal aus. Warte mal gerade auf die Karte. Das ist hier irgendwo. Ach ja, da kommen wir nur hier im Kanal wieder aus. Da sind wir ja schon mal rausgefahren. Machen wir Platz hier. Tschüss. Ja, kannst du nicht einfach so einen Schwertransporter in den Weg stellen? Das geht doch nicht. Meine Damen, das geht nicht. Da brauchst du auch nicht so aus dem Auto rauszuschreien. Das ist absolut überhaupt nicht von Belang, meine Freunde. Und die gewährte Dame natürlich auch nicht. Ich würde natürlich, die Dinger würden ein bisschen schneller fahren, aber es ist natürlich schwierig mit dem LKW. Dann müssen wir noch einen Zug kapern. Einen Zug! Wir kapern einen Zug! Wir kapern einen Zug! Oh, das wird aber erst dann das nächste Mal passieren. So, wir fahren den Boxen den auch mal weg hier. Tschüss! Was schön mit dir! Ja, yes, so. Ah ja, ich weiß. Slowly in a hurry! Jawohl!
Wir sind, glaube ich, nicht gemeint, denn ich habe da keine Sterne, also können wir gar nicht gemeint sein. So, Bus vorweg. Wo landen wir denn? Ach, wir sind jetzt bei der Baustelle. Ach, das ist cool. Mach mal auf. Upsala, gut, dass hier einer schießt. Wer schießt denn hier? Jetzt haben wir den armen Kerl umgehauen. Oh, das war nicht so nett. 12 Minuten, ich glaube ein paar Minuten haben wir noch. Was ist denn hier los? So, mal schnell die Waffe weg hier. Na komm, leg die Waffe weg. Wenn wir hier nochmal durchkommen, auf wen ballern die denn hier? Alright, Lester. The drill's at the lot. Good work, but let's not get ahead of ourselves. There's a fair amount of prep work still to do. Platziere ein geeignetes Fahrzeug im Parkhaus der Bank. Es wird als... Ach, im Parkhaus der Bank. Das wurde uns aber noch nicht angezeigt. Das heißt, hier irgendwo muss das Parkhaus sein, dann nicht wahr? Eines davon ist ja die Bank. Dann muss hier, glaube ich, das Parkhaus irgendwo sein. Aber erstmal brauchen wir natürlich geeignete Fahrzeuge. Guck mal, da sind sie alle tot hier. Könnt ihr ja nicht mit der Polente anlegen, das ist ja auch nicht. Du hast ja das Fluchtfahrzeug, nicht vergessen. Ruf mich an, wenn du eins besorgt hast. Ja, erstmal brauchen wir eins. Guck mal, ich habe das gerade gelesen. Warum geht das nicht weg? Wahrscheinlich geht es aus der Zeit. Ja, wir könnten ein Taxi mitnehmen, aber ich möchte kein Taxi. So, wo fahren wir denn mal hin? Also da oben, irgendwo muss die Bank sein. Ich glaube mal, das Auto können wir uns noch schnell besorgen. Wir fahren mal da oben hin. Zum Wegpunkt und wir überspringen das Ganze, weil sehen müssen wir das ja jetzt nicht, wie wir mit dem Taxi rumfahren. Das ist ja absolut uninteressant. Wir holen uns doch schnell ein Auto, motzen das ein bisschen auf. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge auch schon. Ja, so ungefähr. Michael, lauf doch nicht die Wand rum. Das tut doch weh. Na, ihr seid wohl die Köche, oder was? Ja. Ihr mich auch. Macht ihr euch ihr da mal eure Raucherpause. Ich mach meine woanders. Ich weiß noch nicht wo. Nee, so Autos will ich nicht. Wir könnten natürlich so einen Hollywood-Bus-Tour nehmen. Tourbus nehmen, das wäre natürlich auch toll. Aber na, nicht mit uns. Was nehmen wir denn wie ein Auto? Was nehmen wir denn wie ein Auto? Schön. Ich habe natürlich schon ein bestimmtes Auto im Kopf, was ich haben möchte. Ich muss es nur erst einmal finden. Finden müssen wir es. How are you? Nee, das zähle ich hier nicht. Ach, ist die Polizei oder was? Nein, möchte ich nicht. Oder müssen wir so ein dickes Auto nehmen? Wir müssen doch mehr als einen Fluchtwagen nehmen, oder? Hallo. Komm, wir nehmen mal das. Ich möchte das nicht als Fluchtfahrzeug nehmen. Dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Weil du kannst es füreinander bereit, wenn du Lester anrufst. Ach so, wir müssen ihn dann Lester anrufen. Okay. Warum habe ich jetzt die Polizei am Arsch? Ich mach mal gerade die Musik. Ach, da kommen wir zum Online-Charakter. Das möchte ich aber jetzt nicht. Hallo. Ich wollte eigentlich so. Ich drücke mal das Falsche. Da kommen wir direkt zum Online-Modus. Das ist gut zu wissen, dass das so einfach geht. Habe ich nämlich bis jetzt noch nicht rausgefunden gehabt. Ach, da sehen wir uns die Polente. Das ist ja schlecht. Das ist schlecht, ist das. Wo finde ich denn jetzt das Auto, was ich gerne hätte? Das ist die Frage. Wir fahren mal einfach da lang. Lass mich mal hier durch, vorbei, dankeschön. Da sind halt echt nur SUVs rumlaufen. Ja, klar, die laufen, die haben alle Beine. Alle kleine Beine. Alle kleine Beine. Also das Auto, ich glaube, das hat nicht genug Power. Ich hätte gerne eins mit mehr Power. Und ich weiß, welches Klasse von Auto
dafür geeignet ist. Wir brauchen natürlich vier Türen. Wir brauchen natürlich vier Türen. Jetzt fahren echt nur die scheiß Autos hier rum. Was ist denn los? Jetzt müssen wir mal ein paar ordentliche Autos hier rumfahren. Dodge Charger zum Beispiel, also ein Dodge Charger Engines Auto, ihr wisst ja, was ich meine. Ich fahre hier ein bisschen durch die Stadt. Na komm, wir fahren einfach mal ein bisschen durch die Stadt und schauen, dass wir ein Auto finden. Lass mich mal durch. Hier vielleicht? Nein. Also bis jetzt hatte ich immer an der Straße hier das meiste Glück dafür. Tutut. Jo, fahrt mal weg da. Was geht's denn darauf? Ein Tür da oben? Ist das schon das? Nee. Ja, hupt ihr mal ein bisschen. Ich schaue mich hier in der Weile ein bisschen um. Hup, hup, hup. Das ist immer so, wenn man ein Auto, ein bestimmtes Auto sucht, dann findet man keins. Ist das euch auch so? Wir können natürlich auch einfach hier so ein Auto nehmen, aber will ich nicht. Will ich nicht. Muss ja auch ein bisschen mit Stil einklauen gehen, nicht wahr? Ach, lass mich doch mal durch hier. Lass mich mal durch. Die fahren echt nur SUVs rum. Was ist denn das? Das ist SUV-Town. Die SUVs übernehmen die Führung. Sie kommen. Der Angriff. Der Super. Sport- und Geländewagen. Was auch immer, was heißt eigentlich SUV? Super Utility Vehicle, glaube ich, oder? Wenn ich das richtig. Oder Sport Utility Vehicle, irgendwie sowas heißt das, glaube ich. Und es sind natürlich nicht die Autos, die ich gerne hätte für so etwas. Obwohl, natürlich so ein größeres Auto ist natürlich eigentlich schon toll, wenn man irgendwie so viele Lasten steppen möchte. Weil, ne, ist ja auch dafür da, um Lasten zu tragen. Ich glaube, der ist nicht geeignet, oder? Hier der. Der Muscle Car ist zwar toll, aber ein bisschen zu hat zu wenig Sitze, besser gesagt. Ja, toll, jetzt sind wir ja auf der Autobahn. Hallo. Fahrt echt halt nur Schrottkarren heute rum. Was ist denn das? Hallo. Ne, ich möchte hier definitiv nicht lang fahren. Lass mich mal vorbei. Ich bin schon wieder deftig am Überziehen, merke ich gerade. Deswegen würde ich sagen, war's das für diese Folge und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn ich das Auto habe. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao.